Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part hier am knisternden, prasselnden Lagerfeuer. Nehmt Platz, holt die Marshmallows raus, holt die Gitarre raus, schließt die Augen, lasst euch ein bisschen fallen. Es ist eine wunderschöne Welt, ein wunderbarer Tag. Ja, wären da nicht sowas wie die Zerflossenen, die Gelöschten, sehr viel Schmutz, Trauer, Krieg? Fragezeichen. Und die große Welle. Was auch immer genau das sein möge. Ja. Ach, es könnte so schön sein. Ist es aber nicht. Die Welt ist ein raues Pflaster geworden und wir mit Michael stehen mittendrin. Aber immerhin jetzt mit Schuhen. Denn im letzten Part haben wir uns notdürftig unseren Fuß verarztet, haben Schuhe angezogen, haben Rods Privatsphäre gestört, indem wir einfach mal in sein Zimmer gelaufen sind. Als wir Colin unter Schmerzen stöhnend gehört haben. Und wir wurden auch, wie ich finde, zu Recht rausgeworfen. Allerdings, im Zuge dessen hat uns Rod dann hinterher tatsächlich auch einen Deal angeboten. Denn er ist der festen Überzeugung, dass er uns helfen kann, unsere Erinnerungen wieder zu erlangen. Und als Kleinigkeit dafür möchte er, dass wir ihm ein Medikament beschaffen, beziehungsweise ein Heilmittel für diese Krankheit, an der Colin wohl zu leiden scheint. Ja, und ich würde sagen, nichts leichter als das. Das werden wir doch jetzt machen. In die nächsten 20, 25 Minuten lang, dann habe ich das Spiel auch durch. Nein, also wir müssen ein Heilmittel finden. Allerdings, bevor wir das machen, gucken wir uns natürlich dieses Flüchtlingslager nochmal etwas genauer an. Und damit jetzt auch wirklich genug gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wir reden jetzt mal mit diesem einsamen Einwohner, der am schönen, prasselnden Lagerfeuer sitzt. Ein weiterer Bewohner des Lagers. Er scheint recht alt zu sein. Was macht er hier ganz alleine? Er scheint sich zu wärmen. Hallo. Hallo, mein Sohn. Möchtest du etwas näher an das Feuer heran? Danke. Das ist ein ziemlich abgelegener Teil des Lagers. Was machst du hier? Nun ja. Ich warte. Das ist alles. Ich warte einfach nur. Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt? Sag mal, gibt es einen Weg aus dem Lager? Sollte mich auf der... Okay. Ja, nee, wir fragen einfach mal. Eigentlich würde ich jetzt nach dem Namen fragen wollen, aber okay. Das dürfen wir wohl nicht. Du wartest. Und worauf genau wartest du? Auf nichts Besonderes. Das Übliche. Darauf, dass das Feuer ausgeht. Den Sonnenaufgang. Darauf, dass es wieder kalt wird. Ich warte darauf, dass sich etwas ändert. Oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ich warte einfach nur. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Ja, ich offenbar auch. Sehr philosophisch. Aber sicher einen tieferen Grund, warum er das macht. Ich meine, klar, ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Jetzt, wo ich so überlege. Also für manches muss man ja hart arbeiten und muss man sich ja kämpfen und bla bla bla. Was passiert, wenn man einfach nur wartet, ob sich etwas ändert? Okay. Ja, es wird langsam kalt. Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Ja, ich habe mal ein Zelt aufgestellt. Sie haben mir eins zugeteilt, als ich mich dazu entschlossen habe, nach der großen Welle ins Lager zu ziehen. Einen Wohnwagen hätte ich nicht gekriegt. Die gingen an die Familien mit den besten Beziehungen. Du weißt, wie es ist. Selbst im Fegefeuer sind manche Leute gleicher als der Rest. Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Er hat ja gesagt, er hat sich freiwillig dazu entschlossen, hier ins Lager zu gehen. Ich dachte, die wären alle gezwungen worden. Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, in das Lager zu ziehen? Heißt das, die Leute wurden nicht dazu gezwungen? Oh nein, natürlich nicht. Warum hätten sie uns zwingen sollen? Die Katastrophe hatte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wer sein Heim verloren hatte, wurde eingeladen, herzukommen. Im Grunde sollte es nur vorübergehend sein, bis die Regierung die Situation unter Kontrolle hätte und mit dem Wiederaufbau anfangen könnte.
Wir hatten hier Essen, Wasser und einen Platz zum Schlafen. Aber jetzt ist es eher ein Lager für Gefangene als für Flüchtlinge. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, etwas ging schief. Und die neuen Häuser, die sie versprochen hatten, wurden nie gebaut. Am Ende hat die Armee die Kontrolle über das Lager an sich gerissen. Das Essen ging zur Neige und das Wasser. Und damit das bisschen Lebensqualität, das wir noch hatten. Und niemand hat sich darum gekümmert, das wieder zu richten. Es war, als hätten unsere Leben einfach keine Bedeutung mehr. Ich verstehe. Mit der Zeit wurde die Lage hier richtig hässlich. Es gab Aufstände, Proteste. Und die Armee entschied sich, das Tor zum Lager zu schließen. Eines Tages hatten sie plötzlich beschlossen, dass niemand mehr kommen und gehen durfte. Naja, in Wahrheit war es noch möglich. Also das Reinkommen. Jetzt werden hier alle hingebracht, die in der Stadt im Weg sind oder bei denen sie nicht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also ist das hier jetzt so etwas wie ein Konzentrationslager? Richtig, mein Sohn. Das ist genau das, was es ist. Es ist bitter. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns vom Krieg in Europa erzählt hat. Von den Verfolgungen, den Deportationen, den vollgestopften Zügen. Das klang alles wie aus einem Gruselfilm. Aber sieh uns heute an. Ich schätze mal, manche Dinge ändern sich nie. Sie werden nur gerade eben lange genug unsichtbar, dass wir sie vergessen können. Wie war? Ja, klingt jetzt alles nicht sehr hoffnungsvoll, muss man mal ganz ehrlich so festhalten, ne? Und wo ist dein Zelt jetzt? Es wurde mir vor einer Weile gestohlen. Die erzielen inzwischen einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt. Gestohlen? Aber wie könnte jemand... Du scheinst neu im Lager zu sein. Hab ich recht? So etwas passiert heute einfach. Man nimmt die Dinge am besten, wie sie kommen. Die Realität der neuen Welt ist simpel. Die Soldaten und Spitzel tun auf dieser Seite des Zauns, was immer sie wollen. Und der Jäger und seine Leute betreiben den Schwarzmarkt und die ganzen dreckigen Betrügereien. Du solltest dir das alles gut merken. Der Jäger. Ich habe ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber ich kenne ihn kaum. Ja, der Mann, der mich während der Schießerei beschützt hat. Er scheint ganz gute Beziehungen und einige Antworten zu haben. Könnte er etwas über das Heilmittel für die Zerflossenen wissen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Du findest ihn in den Baracken hinten. Das ist sein, nennen wir es, Logistikzentrum. Der Jäger ist ein sehr gefährlicher Mann. In seiner Nähe und der seiner Männer solltest du Acht geben. Ich habe seinen Vater kennengelernt, als ich jung war. Er war ein gewalttätiger, heruntergekommener Hurensohn. Von so einem sollte man sich lieber fernhalten. Und ich fürchte, sein Sohn tritt in seine Fußstapfen. Ja, aber ich fürchte, wir müssen mit dem Jäger verhandeln, beziehungsweise ihn darum bitten, dass er uns irgendwie rausbringt oder das Heilmittel. Ja, wobei, das wird nicht funktionieren. Lass uns über etwas anderes reden. Also ich glaube, das wäre aber auch eine Frage, die ich jetzt nicht unbedingt einfach jemandem stellen würde in der Situation. Spitzel und so, ne? Auch wenn der jetzt alt und nett erscheint. Ach komm. Sag mal, gibt es einen Weg, aus dem Lager rauszukommen? Es tut mir leid, mein Sohn. Der einzige Weg aus dem Lager ist, jemanden Wichtigen zu kennen, der dir einen Gefallen schuldet. Oder ein Lagerspitzel zu werden. Diese verräterischen Mistkerle haben Pässe fürs Tor. Ich verstehe.
Ich bin nicht überrascht, dass du aus diesem Drecksloch raus willst. Du hast da draußen zweifellos was zu erledigen oder jemanden zu finden. Es heißt, in der Stadt wäre die Lage besser. Dass es dort Ordnung gibt und dass die Dinge wieder anfangen zu funktionieren. Aber wer weiß schon, ob da was dran ist. Naja, immerhin haben sie Reverend Blake und den Trost des Suicide Park. Suicide Park? Bitte was? Ah ja, okay. Ich sollte... Ja, okay. Ja, das würde mich eigentlich am meisten interessieren. Wie heftig waren die Auswirkungen der großen Welle? Wie sieht es jenseits der Stadt aus? Um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht sagen. In den ersten Tagen war das Chaos so überwältigend, dass sich niemand Sorgen um etwas anderes als um sich selbst gemacht hat. Wir waren verwirrt, von der Welt abgeschnitten. Dann kam ich in das Lager. Und es dringen keine Nachrichten von der Außenwelt bis in dieses Gefängnis vor. Ich fürchte, du musst hier rauskommen, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Okay. Okay. Suicide Park? Was ist das? Nichts. Nur ein Lied, das von der anderen Seite des Zauns manchmal ins Flüchtlingslager herüberdringt. Der Text geht ungefähr so. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen, du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt, ich bin mir sicher, du hast noch Hoffnungen und Träume. Ich fürchte, du bist zu jung, um das zu verstehen. Ich muss aber an der Stelle ganz kurz mal einwerfen, dass ich die deutsche Synchro wirklich, also bislang, sehr, sehr gut finde. Wundert mich sogar ein bisschen, aber doch. Wer ist Reverend Blake? Er ist ein Prediger, der manchmal aus der Stadt kommt, um uns etwas Trost zu spenden. Einige lachen ihn aus, aber manche von uns glauben, er wäre ein Prophet. Du solltest ihn mal reden hören. Seine Worte reichen tief in deine Seele. Deswegen hat er so viele Anhänger im Lager und außerhalb. Interessant. Tja, ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Okay, ja. War doch auch informativ. Also es war jetzt nicht nur Gefasel. Und ich finde ihn nett. Aber wahrscheinlich ist er ein Spitzel. Geh weg. Nein, ich weiß es nicht. So, okay, die Fässer hatten wir schon. Irgendwas muss jetzt, vielleicht müssen wir darauf. Kann ich da reingehen? Ist das jetzt, das ist die Baracke, die er meinte hier, von wegen, das wäre quasi das Umschlaglager vom Jäger, oder? Schauen wir mal. Das ist ja cool, das ist wie eine kleine Bar. Sogar mit Musik im Hintergrund. Ja, cool. Okay, leere Bierdosen, Barmann, Regal voller Flaschen. Wir gucken uns alles an. Ein paar geöffnete Bierdosen, zerbeult und leer. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich finde ihren Geruch nach abgestandenem Alkohol ekelhaft. Wie die meisten Gerüche hier. Ja, du bist aber auch eine kleine Heulsuse. Das muss ich jetzt auch mal so sagen, ja? Ich meine, wir sind halt nicht mehr in der alten, schönen Welt. Ist halt so, mein Gott. Er steht hinter dem Tresen und serviert die Drinks. Ich bin zwar kein Hellseher, aber ich könnte schwören, dass er der Besitzer des Ladens ist. Messerscharf kombiniert. Viele dieser Flaschen wurden schon geöffnet.
Und sie sehen so aus, als wären sie schon 100-mal neu befüllt worden. Sie sind mit einer grauen Flüssigkeit gefüllt, die ziemlich unappetitlich aussieht. Ja, also er ist wirklich so mit den Gedanken noch in der alten Welt, so alles hier Dekadenz und Luxus und hast du nicht gesehen. Ja, Michael, das wirst du dir auch mal abgewöhnen müssen, schätze ich mal. Von verschütteten Getränken, Glasabdrücken und Rost verfärbt. Der Barmann steht auf der anderen Seite und lächelt stumpfsinnig vor sich hin. Ja, und charmant bist du auch noch. So, genau, da ist nämlich Hank ist der, glaube ich, ne? Der Jäger. Stammgäste. Ach, mit denen kann ich gar nicht reden. Schade. Die gut gelaunten Stammgäste der Bar. Ich nehme an, die graue Flüssigkeit, an der sie nippen, ist Alkohol. Aber ich kann nicht sagen, welche Sorte. Er vermutlich auch nicht. Aber mit dem Barmann können wir sprechen. Vielleicht kriegen wir... Ach, wir könnten auch... Wobei, ich krieg doch sicher aufs Maul, wenn ich die nehmen möchte, oder? Warte mal. Ach so. Naja, okay, gut. Ja, sind halt leer, ne? Willst du was bestellen, Kumpel? Nein, ich habe leider kein Geld dabei. Das ist hier kein Problem. Wir akzeptieren nicht nur Bargeld, sondern auch Tauschhandel. Wir nehmen alles an, das einen Wert hat. Abgesehen von Schecks natürlich. Interessanter Laden. Bist du der Besitzer? Nein, Kumpel. Zieh da mal keine falschen Schlüsse. Ich arbeite hier nur. Der Laden gehört dem Jäger, wie jedes andere Geschäft hier im Lager. Er ist der Oberboss. Ich verstehe. Okay. Was verkauft ihr hier? Alles, was du essen oder trinken kannst. Und alles, was in eine Dose oder eine Flasche passt. Für alles andere musst du direkt mit dem Jäger sprechen. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber ich behalte es im Kopf. Danke. Ach ja, genau, die Fässer. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe am Eingang einen Stapel Fässer gesehen. Aus reiner Neugierde, was ist da drin? Nichts. Nur ein paar Sachen, die gelagert werden müssen. Nimm dir diesen Rat zu Herzen. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten des Jägers, wenn du sie in deinem Gesicht behalten willst. Okay, war ja nur neugierig. Ja, das war wohl klar und deutlich. Aber was kann das so Wichtiges? Ja, jetzt will ich es noch mehr wissen. Super. Wir hatten nichts mehr zu bereden, oder? Hallo mal wieder. Was darf's sein? Warum ist es nicht ausgegraut? Das verstehe ich nicht. Was verkauft ihr hier? Alles, was du essen oder trinken kannst. Und alles, was in eine Dose oder eine Flasche passt. Ja. Für alles andere musst du direkt mit dem Jäger sprechen. Mhm. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber okay. Ich behalte es im Kopf. Verstehe. Danke. Ich verstehe. Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. Aber wir werden irgendwann etwas davon kaufen müssen oder wollen und deshalb ist die Option noch nicht ausgegraut. Verstehe. Der Hocker. Dieser alte Metallhocker dient als Tisch. So wie das Ding aussieht, möchte man sich da auch nicht draufsetzen. Ja, gut. Andererseits muss man sagen, er ist zwei Schritte aus dem Wohnwagen raus und hat sich gleich einen rostigen Nagel eingetreten. Ich glaube, da wird man schon ein bisschen vorsichtiger, was derlei betrifft. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Motorhaube einer alten Corvette abzumontieren und hier reinzubringen. Einfach nur, um einen albernen Bartisch daraus zu machen. Hey, was heißt hier albern? Ich finde das cool. Also ich finde, das hat was. Michael, werd mir nicht unsympathisch. Das wär nicht gut. So, ich glaube, sonst haben wir alles. Dann werden wir uns... War da noch... Also, nee. Okay. Ja, dann... Hey, das ist der Mann, mit dem ich während der Schießerei der Reinigungsbrigaden geredet habe. Was hat er nochmal gesagt, war sein Name? Der Jäger? Nein, Hank, glaube ich, war es. Aber ja, Jäger stimmt auch. Mike, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. Hallo? Leute, das ist mein Freund Mike. Er ist neu hier. Wir haben uns bei einer der letzten Partys der Reinigungsbrigaden kennengelernt. Stimmt doch, Kumpel. Setz dich und bestell dir einen Drink. Wir begrüßen Neuzugänge gerne freundlich. Etwas sagt mir, dass ich den Drink nicht annehmen sollte. Dass es keine gute Idee wäre. Nicht mehr. Nein, danke, ich trinke nicht. Okay, Mike. Was immer du sagst.
aber ich bin es nicht gewohnt, dass jemand einen Drink ausschlägt. Zumindest nicht in meinem eigenen Etablissement von meinen Leuten. Also, sag mir, was bringt dich zu mir? Okay. Ja, sollen wir da echt so grad raus damit? Genau, erstmal Smalltalk hier. Sag mal, warum nennen dich alle den Jäger? Das ist eine gute Frage, Mike. Weißt du, mein echter Name ist Hank. Ja. Aber niemand nennt mich mehr so. Jetzt bin ich der Jäger, weil ich dir besorgen kann, was du willst und wann du es willst. Du weißt schon, egal wo es ist, wie schnell es rennt oder wo es sich versteckt. Die neue Welt hat mir einen neuen Namen und ein neues Leben gegeben. Ein neues Leben? Ja, ein neues Leben. Es ist schwer zu erklären, Kumpel. Ich glaube, du und ich, wir ähneln uns, Mike. Deswegen mag ich dich. Lass es mich erklären. Es war die große Welle. Die große Welle, die alles verändert und gesäubert hat. Die alte Welt war chaotisch, kompliziert und ungerecht. Doch nach der großen Welle ist alles kristallklar geworden. Als die alten Gesetze verschwanden, gab es nur noch eine Regel. Tu, was du tun musst. So einfach ist das. Und das ist das Naturgesetz, das uns zeigt, wo unser Platz ist. Kannst du mir folgen? Tu, was du tun musst. Ist ja eine praktische Methode, um im Grunde alles rechtfertigen zu können. Auch die schlimmsten Verbrechen. Ja, Hank, ich kann dir absolut folgen. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass du es auf Anhieb kapieren würdest, Mike. Aber nenn mich nicht Hank. Ich hab dir gesagt, dass der Typ in der großen Welle starb. Ja, ist ja gut, Mr. Jäger. Mein Gott, ey. Ich finde es übrigens auch sehr schön, dass Michael immer wieder so seine Gedankengänge dann nochmal so, ne, dass die dann nochmal so gezeigt werden, beziehungsweise akustisch. Finde ich cool gemacht. Ja gut, dann müssen wir wohl, ne? Einem Freund von mir geht es ziemlich schlecht. Weißt du, ob es ein Medikament gibt, das den Zerflossenen helfen kann? Und wie ich da rankomme? Ein Freund von dir? Freundschaft ist wichtig, Mike. Das Lager ist ein harter Ort und du musst deinen Leuten gegenüber loyal sein. Ich mag deine Einstellung. Kenne ich diese Person? Nein, ich denke nicht. Verstehe. Naja, Kumpel, ich habe von diesem Medikament gehört. Aber ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nur eine Lagergeschichte. Manchmal führt Verzweiflung zu Wunschdenken. Du weißt ja, wie das ist. Aber wenn es dieses Medikament wirklich gibt, dann fällt mir nur ein Ort ein, an dem du es finden könntest. Was für ein Ort? Es gibt eine kleine Klinik am Rand der Stadt. Es ist eher so eine Art Medikamentenlager, aber schwer bewacht. Ich wette meinen letzten Dollar, dass sie alles von Wert dort aufbewahren würden. Vielleicht solltest du dir das Gebäude mal anschauen. Natürlich nur, wenn du einen Weg aus diesem Drecksloch rausfindest. Und dabei kann ich dir nicht helfen. Lass mich dir auf jeden Fall noch einen Rat mitgeben. Ich mag dich. Halt dich von den Zerflossenen fern. Die bringen dir nichts als Ärger. Ich dachte, er kann mir bei allem helfen. Wieso kann er mir nicht raushelfen? Aber das mit der Klinik, finde ich, das haben wir auch notiert, glaube ich. Gut. Kannst du mir mehr über die Zerflossenen erzählen? Nur, was die Obrigkeit sagt. Und das ist auch alles, was ich wissen muss. Die Krankheit ist tödlich. Und das heißt, du kannst dich schon anstecken, wenn du neben einem dieser Typen atmest. Deswegen muss man sie so schnell wie möglich loswerden. Hast du jemals gesehen, wie eines dieser armen Schweine stirbt, Kumpel? Nein, habe ich nicht. Na, dann bist du ein Glückspilz, Mike. Ich kann es nicht empfehlen. Es ist ein grauenhaftes Spektakel. Es läuft ungefähr so. Nach einigen Wochen voller schmerzhafter Visionen passiert etwas in ihrem Körper. Etwas versagt plötzlich. Und nachdem sie vor Schmerz wie ein Schwein im Schlachthaus gezappelt und geschrien haben, beginnt ihr Fleisch zu schmelzen, flüssig zu werden. Verstehst du, Mike? Das hat ihnen den Namen gegeben. Sie zerfließen buchstäblich. Aber das ist furchtbar. Diese armen Leute. Im Gegenteil, Kumpel. Diese Mistkerle haben uns diese Krankheit gebracht. Also heißt es, sie oder wir, kapiert? Wie auch immer, du weißt, wie das läuft. Die Reinigungsbrigaden sind in der Regel mehr als großzügig zu den verantwortungsvollen Bürgern, die ihnen bei der Aufgabe helfen, die Zerflossenen aufzuspüren. Boah, das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Okay, jetzt verstehe ich auch die Bezeichnung.
Die Zerflossenen. Puh, das klingt tatsächlich nicht sehr gut, aber irgendwas ist da faul. Irgendwas stimmt da nicht. Kannst du mir etwas von diesem Medikament besorgen? Ich halte mich aus solchen Sachen raus, Kumpel. Die Armee hat das ganz deutlich klar gemacht. Einem Zerflossenen zu helfen oder ihn zu verstecken, wird schwerstens bestraft. Nicht mal die Kollaborateure sind vor der Strafe sicher. Du hast gesehen, was mit dem Spitzel passiert ist. Diese Schweine sind dabei echt gnadenlos. Wovon redest du da? Wer sind diese Schweine? Die Soldaten. Die Reinigungsbrigade. Das ist Lagerslang. Die Einwohner von diesem Drecksloch nennen jeden mit Gewehr und Uniform ein Schwein. Sie können dir den Kopf ohne Zögern vom Hals pusten. Ich verstehe. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt. Welch Überraschung. Ich sollte jetzt gehen. Gut, Mike. Du bist jederzeit willkommen. Denk dran, wir können dir hier alles besorgen, was du brauchst. Ohne Fragen zu stellen. Bis auf das Medikament. Das ist eigentlich das Einzige, was ich bräuchte. Ja, schön. Vielen Dank. Ja, gut. Ich glaube, ansonsten... Ach, jetzt heißen sie schon die Männer des Jägers. Sagt das was Neues? Sie schauen ihren Boss wie folgsame Hunde an. Ich nehme an, diese beiden Gorillas gehören zum Jäger, arbeiten für ihn oder schulden ihm zumindest irgendeine Form von Loyalität, wie alle in diesem Laden. No shit, Sherlock. Okay. Meine Lieben, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Wir haben jetzt noch ein kühles Blondes. Wobei, ich glaube, kühles Blondes hat es hier nicht mehr. Ein graues, hellwarmes. Hellwarmes? Lauwarmes, das wollte ich sagen. Ein hellwarmes. Werde ich mir jetzt hier noch gönnen. Werde mal meine Gedanken sortieren. Und dann werde ich erstmal noch einen Blick ins Notizbuch werfen. Der Jäger hat mir von einer kleinen Klinik am Stadtrand erzählt. Ja, also wirklich, er ist nicht ein Mann großer Worte. Aber gut, das gleiche ich ja wieder aus, ne? So, also, wie gesagt, ich werde mir jetzt hier ein graues, lauwarmes genehmigen und dann gucken wir mal weiter. Wir gucken uns dann weiter um. Wir haben ja doch einiges erfahren, vor allem was die Zerflossenen betrifft. Dass es eine Klinik gibt, in der wir unser Heilmittel vielleicht finden könnten. Ja, jetzt müssen wir nur noch da rausmarschieren und zur Klinik gehen, die auch schwer bewachten. Ja, das sollte ein Spaziergang werden. Ich freue mich sehr darauf, weiterzuspielen. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin das Ganze mitverfolgen. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.